Die, am I lover on the van? Okay, chill. In it you, real life, oh. In the end, cement eye. He's got his hand on my mind. I got left crazy. Ja, du sagst ja immer, ich bin ein anderer Fahrer als andere Menschen, ne? Ja. Weil ich immer trinken dabei habe. I am his and he is mine. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Kanal. Ihr seht mein Ranzbike. Ihr seht den Ranzkopf. Wir sind heute Motorradfahren. Er hat natürlich seine GoPro vergessen. Ihr werdet in diesem Jahr, glaube ich, kein Video mehr von ihm sehen. Boah, ich habe letztens eins aufgenommen, ja. Aber die Frage ist, ob ich es irgendwann mal schneiden werde. Ja. Wo wollen wir aber hin? Weiß ich nicht. Hat viel Kleingeld mit? Nein. Wir haben hier keine Tücher mit. Digga, es ist so laut. Wohin, ja? Achso. Ja, Leute, die Idee ist vielleicht, wir sind zusammen auf dem Bike unterwegs. Ich habe gestern ja schon 55 Minuten aufgenommen. Habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, habe ich eingeblendet. Digga, jetzt ist so fahrrad ausgefüllt. Habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen? Ich werde jetzt einfach wieder mit ihm durch die Stadt fahren und einfach wieder Scheiße labern. Man kennt ihn. Aber ja, was sagst du dazu so? Mal nochmal. Ich kann übrigens gut verpixeln, ne? Ja, kannst du das? Ja, ich kann mit Premiere Pro geht das übel einfach. Digga, es geht 2 Sekunden, BAM, ganzes Video gepickt. BAM, ganzes Video. BAM. So. Nächster Videotitel heißt einfach nur BAM. Videotitel einfach BAM, Junge. Links oder rechts? Links. Kein Bock zu warten. Ich hab halt keine Ahnung, wo wir hinfahren wollen, ne? Digga, ich kann nichts durch 10, dein Motorrad ist so laut. Hey, wir können ja einfach ein bisschen Scheiße bauen. Okay. Ziel für heute? Irgendeine alte... Obi! Aua. Ich weiß nicht, wie laut die Autos sind, wenn ich mit dir zusammen aufnehme. Mal gucken. Ich muss dich lauter machen, ich höre nur Motor. Was? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, wie laut du bist, wenn ich dich aufnehme, aber wird schon passen, Digga. Ziel für heute, irgendeine Alte auf dem Motorrad zu finden. Und die dann, um Rideout zu freuen. Okay? Okay. Wir können heute mehrere Videos machen. In einem von den nächsten Videos. Geil, Alter! Oh, das ist ein Typ. Bruder. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus, ne? Ich finde es immer noch krass, dass man einfach mit ABS an Stoppies machen kann. Ich habe übrigens Handgelenkschmerzen, das war gar nicht gut. Was? Ich habe seit heute, also gestern auf heute, hatte ich kein Nasenbluten. Aber ich hatte davor die beiden Tage einfach Nasenbluten, als ich schlafen wollte, um die gleiche Uhrzeit. Ich hatte und gestern Morgen so Nasenbluten und heute Morgen auch um die gleiche Uhrzeit. Aber ich check nicht warum, ich habe einfach so Nasenbluten. Digga, ich auch. Bin einfach beim Duschen, Digga. Ja, bei dir ist ja eh schlimmer. Bei dir hört es gar nicht erst auf. Aber wir können ja mal die Story erzählen, was dir passiert ist. Das habe ich schon letztes Video gemacht. Oh, ey. Boah, ey. Ich bin schnell, Digga. Ich bin schnell. Ich wäre gern dabei gewesen, wie du das erzählt hättest. Okay. Weil ich finde die Story schon ganz schön amüsant, würde ich sagen. Ja. Hast du eigentlich, ich habe das Video nicht mehr gefunden, du hast ja mal so ein Video gehabt mit diesem OP. Ja, nee, habe ich nicht hochgeladen. Eieiei. Digga, ich war gestern mit Robin, hä? Roadrage mit OP und er nimmt es nicht auf. Er lädt es nicht hoch. Ich war mit Robin, Digga, was laber ich? Ich war gestern mit Robin bei so einem Motorradladen, ne?
Ja. Da kam, also der Besitzer von dem Motorradladen kam, also das ist bei mir so kleine Seitenstraße im Dorf, ein Dorf weiter. Er kam auf einer Honda entgegen, auf einer Supermoto. Kein DB-Killer, kein Helm, gar nichts, Digga. Einfach immobil an uns vorbei. Ich hoffe, dass der Sound jetzt einfach geil ist mit Dingen. Ja, ich hab so Bock. Du bist du heute Abend zu Hause? Dann, ne. Hä? Nein. Ich bin bei meiner Freundin und sie hat Sturm, aber ihr Bruder ist da. Ich habe auch Sturm. Aber ich sag mal, weiß ich nicht. Oh Gott, fast reingefahren. Hast du eigentlich mittlerweile schon mal in einem Video beantwortet, als was du arbeitest? Ich sehe die Frage öfters als mein Vater. Ich hab die noch gar nicht gelesen, aber ich antworte immer. Nein, die Frage hast du noch nicht beantwortet. Okay, als Elektriker und sie du so? Hä? Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik und du so? Z, Mechatronik. Aber ich hoffe, dass man nicht endlich hört. Wenn nicht, muss ich das mit zwei verschiedenen Audioaufnahmegeräten machen. So. Leute, falls ich wieder aufregen wollte, dass unsere Bikes kalt sind. Nein, unsere Bikes sind nicht kalt. Ich bin schon 40 Minuten zu ihm gefahren. Aber ich bin naja, eine halbe Stunde nach Hause Stunde zu mir zu ihm gefahren. Und er ist auch schon eine halbe Stunde unterwegs. Also unsere Bikes sind warm. Wird sich immer öfters in den Kommentaren drüber beschwert. Aber ja. Es ist einfach nur kalt, deswegen geht es nicht über drei Wolken. Fuckt dich das Wetter auch so hart ab im Moment? Schon, ja. Eigentlich müssen wir doch schon 30 Grad und Sonne haben, oder nicht? Ja, im April. Nein. Können ja machen, wenn ich du wäre. Aber da müssen wir eigentlich in die Stadt fahren. Na, Digga, nicht bei so Kleinkindern. Die sind ein bisschen jung für dich. Opi! Du musst lauter schreien. Ich schreie immer so, dass mein Mikrofon übersteuert und nicht stumm ist. Ja, ich kann nicht lauter schreien, ich hab dann halt. Das war so laut. Ich hab das so doppelt gehört, ich hab das durch mein Mikrofon nochmal gehört, Alter. Das war so laut. Ich hab heute überlegt. Ja. Der Gedanke, den wir denken, ist das dann ein Gedanke? Ja. Ey, ja. Du sagst ja immer, ich bin ein anderer Fahrer als andere Menschen, ja. Weil ich immer Trinken dabei habe. Ey, Scheiße! Digga, ich hab mich so gut angeguckt! Ich hab immer Trinken dabei, ich sag dir das doch. Digga. Du sagst immer, ich bin abgehoben, seitdem ich Trinken mit habe, aber ich hab immer Trinken dabei. Da ist ein Hund, der ist mit Kupplung. Wer es kickt vielleicht wieder? Nee. Manchmal quietscht mein Hinterreifen einfach. Wie viele Minuten steht auf dem Display? 8 Minuten. Ja, okay, chillig. Und 37 Sekunden. Mit schon mehr Scheiß wie in den letzten 1000 Videos zusammen. Hä? Mit schon mehr Scheiß passiert als in den letzten 1000 Videos zusammen. Gerade so gemacht mit meinen Dings. Digga, lass es mich los, du hockst einfach so richtig rein, du machst einen Satz nach vorne. Weißt du. Ich musste ja heute arbeiten, ne? Ich hatte mein Handy so, Helm nicht aufgehabt, ne? Und hier hatte ich meine Hand, bin so am Handy und hab dann meine Mutter angerufen, ne? Ich mach so meinen Fuß und auf einmal, ich kick einfach erste Gang rein aus Reflex, ne? Ich gebe so einen Kick nach vorne und mein Handy fällt runter. Digga, mein Vater und ich... Nein! Was? Ich hab mein scheiß Kaugummi ausgespuckt, einfach auf meine Hose drauf. Fuck, Alter. Einfach auf meine Hose gespuckt. Was hast du gesagt mit deinem Vater? Mein Vater und ich waren gestern mit meinem Bike unterwegs. Nicht sagen, welches Bild, sonst muss ich das rauspiepen. Achso, ja. Achso, hast du schon erzählt, dass dein Vater und du gefahren seid? Nee, hab ich noch nicht erzählt. Okay, dann erzähl. Also jetzt erzähl ich gleich. Erst erzähl ich, was wir gemacht haben und danach erzähl ich, dass wir gefahren sind. Beste Reihenfolge.
Ey, also wenn mein Vater nicht vergessen hat, oh, Digga, das war fast geleakt, Digga. Mit meinem A2-Bike unterwegs. Ich war hinten drauf. Mein Vater, wir sind gefahren, einfach so einen Berg hochgefahren, wo es ganz chillig ist. Da sind solche Ablaufrinnen für Wasser. Wir sind dann mit 100 drüber geballert, ne? Digga, du hast einfach nicht mehr gemerkt. Mein Vater, wir fahren so durchs Dorf, ganz chillig, mein Vater so, halt dich mal fest. er schaltet den ersten Gang runter, fährt langsam, gibt so richtig Vollgas. Und ich geh ja gar nicht aufs Hinterrad, Alter. Ja, ich so, Digga, du musst Traction Control ausmachen. Hab Traction Control kurz ausgemacht. An dem der kleinen sagt Digga zu seinem Vater. Kleiner Leak an dem kleinen Bedienfeld, an der linken Seite vom Lenker. Wenn das nicht schon zu viel war. Das war fast einer zu viel, ja. Ich glaube, das war viel zu viel. Das muss rauspiepen. Das war zu viel, Digga. Das musst du rausschneiden. Ich mach Trick Control aus, er macht nochmal. Ja, jetzt geht das besser. Aber die von deinem Opa, mein Opa hat das gleiche Motorrad. Links, ne? Ah. Okay. Weil mein Opa hat das gleiche Motorrad, Leute. Und die ist offen. Also man kann das Bike halt drosseln. Und die ist offen. Mein Vater so, ja, die geht aber viel besser aufs Hinterrad. Zu witzig, Alter. Das ist schon wild. Ist, war also ich bin noch ganz weit entfernt von meinem A2-Bike. Ja, Mann. Noch ganz weit entfernt. Ja, ich werde dieses Jahr erst 17, du wirst schon 18. Ich bin richtig nah dran, Alter. Hab richtig Bock. Oh, weißt du, worauf ich Bock hätte? Wenn man ein Auto-Vlog macht, weißt du, was ich meine? Ein Auto was? Vlog. Du fährst Auto, so wie wir gerade Motorrad fahren, aber halt aus der Sicht aus dem Fahrer mäßig, weißt du? Mit so einer Kopf-GoPro, ach so, weißt du? So, ja. Ich habe das mit Robin schon gemacht, da hab ich die GoPro die ganze Zeit vor meine Fresse gehalten. Aber das war nicht so nice. Da hatte ich einen Helm auf im Auto, das habt ihr gar nicht gesehen. Ich hatte einen Helm auf in einem Auto, daran hatte ich die GoPro und währenddessen habe ich mit ihm geredet. Und sein Auto, er hat einen BMW E36 Compact, glaube ich. Und ich musste wirklich in diesem Auto so drin sitzen, damit ich mit meinem Kopf nicht an die Decke stoße. Hast du dieses Clickbait von Blackout gesehen? Ja, habe ich dir das so geschrieben. Er hat das jetzt wieder überarbeitet, ne? Ja. Er hat da jetzt 2000 stehen oder so, oder 20.000 oder so stehen. Ja, moin, Digga. Ja, das war frech, Alter. Vielleicht guckt ihr Blackout auch. Er hat ja so seine 125er jetzt bekommen, die 2021er. Und da hatte ja in dem einen Video, wo er ein Toastfit getestet hat, hat er im Titel drin, also im Thumbnail, so 225 auf dem Tacho stehen gehabt. Und in den Kommentaren alles nur so, wie viel Clickbait willst du haben? Ja! Nee, ich hab mich so totgelacht. Mir kommt mir so eine Audio geschickt. Er legt so den Kommentar auf. Also, für Clickbait willst du haben? Ja und sowas. Und am Ende, also, der Hurensohn und so. Der, und dann hat er angefangen zu lachen. Ich hab mich nicht mehr einbekommen. Der hat so hässlich gelacht. Das war so ein richtig ekliges Lachen, Mann. Digga, die haben sogar gegrüßt. Du noch hinter. Junge, der Mercedes stinkt so hart, ne? Ja. Lass gleich mal anhalten und gucken, wie das mit dem Video so ist wegen Ton. Okay, dann halt an. Hier, achso. Oh ja, tut voll. Ich komm nicht in den ersten. Ja, Leute, also wie gesagt. Das ist jetzt das Ende von dem ersten Video. Digga, die steht so gerade, ne? Das ist jetzt das Ende von dem ersten Video mit dem guten Bruder da. Und ich würde sagen, ich hoffe, falls euch das Video gefallen hat, lasst das super gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja! Falls euch das gefallen hat, ich sage, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.